Larissa Lukyanenko. So ist es. Die Vize-Weltmeisterin von Paris, damals auch, mit Saripova gemeinsam hinter Serbrianskaya. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass es diesmal ähnlich wird. Wie gesagt, 10,0, dann wäre sie es alleine. Zweite würde sie, wenn sie 9,875 turnt. Gleich Batyrgina auf Platz 2. Mal sehen. Sie könnte sich noch vor die Russin schieben. Ballübung. Der Titel von ihrem Hauskomponisten, wiederum Madrid musikalisch. Was sagen Sie, liebe Zuschauer, wie beschreibt man eine solche Übung? Ich glaube, hier gibt es die verschiedenen Typen von Äußerungen.